Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem weiteren Video meinerseits. Und zwar, wir werden uns heute an ein neues Spiel begeben. Wie ihr seht, wir spielen heute Prey. Wir springen da jetzt auch einfach direkt mal rein, ohne groß zu reden. Wir starten und gehen auf neues Spiel. Schwierigkeit, normal, für erfahrene Spieler empfohlen. Wir sind ja erfahren, oder? Also hier sehe ich mich eher. Bevor das hier wieder anfängt, das Chaos. Der Sound, der mein Herz berührt. Ah! Ich bin auch direkt ganz ehrlich zu euch. Der Planet brennt heute wieder. Daher werden wir das heute alles hier ein bisschen kürzer halten. Ich gehe aber davon aus, dass dieses Spiel sehr storybelastet ist. Das heißt, viel schneiden können wir da eh nicht. Ich will euch heute auf jeden Fall so ein bisschen mit in dieses Spiel reinnehmen. Ich selber habe davon auch bisher noch gar nichts gehört. Und habe auch darüber noch nichts gesehen. Damit wir halt wirklich von Anfang an wieder zusammen starten und das alles dann hier so zusammen mitbekommen. Guten Morgen, Morgan. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Hey Morgan, wach auf. Du verschwendest kostbare Zeit. Ich habe den Helikopter geschickt, um dich abzuholen. Es geht nur um ein paar Tests. Vergiss deinen Anzug nicht. Bis später. Mhm. Oh, eins noch. Es ist toll, dass du jetzt mit an Bord bist. Wir werden große Dinge bewegen, Morgan, wie in alten Zeiten. Der hat sich jetzt aber schnell umgezogen. Die Tür hier können wir öffnen. Oh, hier geht's raus. Ich finde den Gedanken eigentlich, dass so irgendwann mal die Welt sein könnte, sehr interessant, aber auch wirklich sehr abschreckend. Das Besitzens bleibt auf weiterhin neuestes Mysterium, Findung von Neuronen im Gehirn, oder handelt es sich um eine fundamental und unveränderliche Eigenschaft? Okay. Oh Gott. Verändert dieser Planeten könnte sich intelligentes Leben entwickelt haben. Von Reisen zu anderen Sternen bereits die gesamte Galaxie kolonisiert ist. Warum? Das ist eine sehr gute Frage. Entweder interessieren wir uns sehr fürs Weltall oder wir haben selber irgendwas damit zu tun. Das ist natürlich eine sehr große Frage jetzt. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass Sie in weniger als 10 Minuten ein Mathematik jedoch schnell wieder verschwindet? Im Zeitalter der Neuromods. Okay, sehr interessant. Anscheinend hat sich die Menschheit wirklich weiterentwickelt. Warum kann man eigentlich in jedem zweiten Spiel irgendwelche Sachen rumwerfen? Und des Kochens. Das brauche ich gar nicht zu lesen. Ich bin selber Chefkoch. Was haben wir im Kühlschrank? Oh, okay. Ja, also wir anscheinend sind wir wirklich in einer reichen Firma oder sowas untergekommen. Oder haben irgendeine wichtige Position. Warnung, neue Robots sollten nur unter kontrollierten Bedingungen durch zertifizierte Transdatechnik installiert werden. Okularmuscheln fest gegen die Knochen der Augenhöhle halten. Im beigefügten Beutel für biologische Gefahrenstoffe. Also wenn ich das jetzt hier richtig verstehe, also erstmal können wir hier mega viel mitnehmen und es lohnt sich, glaube ich, hier echt mal kurz noch zu verweilen. Anscheinend ist es halt so, dass irgend so eine Technik entwickelt wurde, diese so gesagten Neuromods. Und durch die kann man wohl irgendwie innerhalb von kürzester Zeit sehr, sehr schlau werden. Oder sehr, sehr viel lernen oder irgendwelche Sachen abrufen, die man sonst nicht hat. Gucken wir uns doch mal ganz... Tür ist zu. Mhm. Können wir hier auch in die anderen Wohnungen rein? Nee. Guten Morgen, Mr. Yu. Hi. Auf dem Dach wartet ein Helikopter. Der ist bestimmt für Sie. Aha. Diese Dinger können tückisch sein, wissen Sie? Willst du mich verarschen, Alter? Du sitzt da neben irgend so einem qualmenden Ding und erzählst mir, dass das Helikopter tückisch sein könnten. Aufs Dach! Ah! Huh! Baby! Oh. Mr. Hugh, machen Sie es gemütlich. Gleich geht's los. Du. Die Transtar-Anlage ist nicht weit weg. Das 25 Grad, durchgehend klarer Himmel. Nicht schlecht, ey. Auch die Grafik finde ich wirklich gut. Also, muss ich ehrlich gestehen. Ich hoffe, das Spiel ist was. Schöner Blick auf die Bucht.
Achten Sie aufs Glas, wenn Sie aussteigen. Viel Erfolg. Hallo, Dr. Yu. Hallo. Willkommen, Morgan Yu. Sie haben einen 9-Uhr-Termin in der Testanlage. Bitte bestätigen. Ja. Ist okay. Wenn die Tante das so sagt, dann nehmen wir das doch einfach so hin, ne? Hi. Das ist jetzt auch Mr. Yu. Hey. Diese Transtar-Uniform steht dir richtig gut. Normen zu brechen liegt uns im Blut. Wenn die Tests beginnen, verhalte dich einfach ganz natürlich. Mr. Yu, Ihr Bruder wird in Raum A erwartet. Gut. Ach, das ist mein Bruder. Ich dachte schon, hier heißt irgendwie jeder Yu. Guten Morgen, Morgan. Ich bin Dr. Bellamy. Wir müssen heute ein paar Tests machen. Fangen wir an. Für den ersten Test entfernen Sie die Kisten aus dem roten Kreis so schnell Sie können. Folgen Sie Ihrem Gefühl. Ach so, okay, das ist jetzt so eine kleine Spieleinführung hier. Wunderbar. Okay. Das ist... Sie machen das großartig. Okay. Gehen wir jetzt rüber in Raum B. Okay, Morgan. Hören Sie. Verstecken Sie sich so gut es geht im Raum. Denken Sie nach. Nicht hetzen. Ganz ruhig. Nein, war nur Spaß. Sie haben nur 9 Sekunden. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Wow, hier ist nichts außer der Stuhl. Ja, anscheinend dann hier hinter irgendwo, oder? Sehen Sie. Er versteckt sich hinter dem Stuhl. Ja, ich... Nichts. Synaptische Aktivitäten. Keine. Nein. In Ordnung. Sie machen das toll. Vielen Dank. Die Aufnahme läuft 16 Minuten und das Spiel verarscht mich hier schon jetzt von vorne bis hinten. Wo hätte ich mich denn da verstecken sollen, Alter? Es geht los. Für diesen Test drücken Sie bitte den blauen Knopf auf der entgegengelegenen Seite des Raumes so schnell und so intuitiv wie möglich. Mhm. Ohne nachdenken. Tun Sie es einfach. Alles klar. Na los. Tut mir leid. Kann mir jemand erklären, was hier los ist? Liegt nicht an Ihnen. Sie sind großartig. Ein letzter Raum. Gehen Sie in D. Ey, liegt das an mir oder liegt das an dem Spiel? Sehen Sie auf dem Bildschirm vor sich. Ich werde Ihnen einige Fragen zeigen. Wählen Sie die Antwort, die am meisten Sinn ergibt. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu, die an den Gleis gefesselt sind. Sie können den Zug das Gleis wechseln lassen, doch an das andere Gleis ist ebenfalls ein Mensch gefesselt. Schwierige Entscheidung. Stirbt einer für 5 oder 5 für einen, so, ne? Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu. Sie stehen auf dem Bahnsteig, neben einem extrem dickleibigen Mann. Wenn sie ihn aufs Gleis stoßen, kommt der Zug rechtzeitig zum Stehen. Dann stoßen wir doch den Dicken auf die Gleise. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu, die ans Gleis gefesselt sind. Sie können den Zug stoppen, indem sie aufs Gleis springen. Doch das würde ihnen den Tod bedeuten. Der dickleibige Mann ist hier nicht mal mehr in der Aufgabe aufgeführt, aber er ist trotzdem der Option. Nein, wenn wir dadurch sterben und 5 andere, dann halt... Wissen Sie, ich würde sicher dasselbe tun. Was? Sehen Sie es sich ganz genau an. What the fuck? Dann würde ich Sie fragen, was Sie... ist das mein Kaffee? Er ist leer. Ich dachte sehr... Ach du Scheiße! Oh Gott. Sicherheit! Sicherheit! Guten Morgen, Morgan. Ich tue mir den zweiten Stöpsel dran. Der 15. März für das Feeling. 2032. Also entweder habe ich Scheiße gebaut oder ich bin jetzt total verwirrt. Hatten wir nicht gerade noch Mittwoch? Wir ziehen erstmal unseren Anzug wieder hier an. Was ist denn hier jetzt los, bitte? Oh, Freunde, ganz ehrlich, diese Spiele, die stressen mich einfach total. Das hat auf einmal aufgehört. Warum ist es denn jetzt so totenstill? Wir gehen mal wieder raus. Ich krieg schon jetzt Gänsehaut auf dem Kopf. Warum spiele ich sowas? Ein- und Ausschalten der Taschenlampe. Taschenlampen sind immer scheiße. Guten Morgen. Wir sollten reden. Ja. Mein Codename ist
January. Das ist kein Traum. Was gestern geschah, war real. Wenn Sie wissen möchten, was los ist, müssen Sie erst Ihr Apartmentgebäude verlassen. Sie sind dort nicht sicher. Ich weiß doch schon gar nicht mehr, wie ich hier rauskomme. Das ist geil. Was ist denn? Was ist denn mit ihr los? Ey, ganz ehrlich. Was? Ach du Scheiße. Das ist gar kein Apartment, das ist einfach irgend so ein komisches Labor oder sowas. Lobby. Anscheinend ist hier irgendwas richtig dick schief gegangen. Kriegt irgendwas durch die Decken. Kompletter Bestand fehlerhaft. Mit Fabrikation besprechen. Marco. Ja, Marco, das hat ja anscheinend nicht so gut funktioniert. Jetzt mal ganz kurz, was jetzt hier noch so ist. Ob wir hier irgendwas mitnehmen können. Die Industrierohrzange. Auch Heavy genannt. Wir haben dieser Rohrzange einfach einen extra Namen gegeben. Hier ist ein Raumschiff. Hier ist unser Helikopter. Das war auch nur ein Simulator. Ey, das Spiel ist ja totale Brainfuck. Und wohin sollten wir denn jetzt nochmal? Dann aufs Dach. Was? Wow. Hier gibt es gar keine andere Etage. Es gibt nur die eine Etage hier. Und dementsprechend öffnen sich hier Wände und verschließen sich auch wieder Wände. Aber ich check's jetzt. Wir müssen da hinten, wenn die Tür sich dreht, dann müssen wir Gas geben. Aha. Die Tür hier können wir zumachen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, den Sekt, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier krabbelt irgendwas! Ich habe gerade überall Gänsehaut bekommen. Was sind das denn für Scheißviecher? Hier ist der Fernseher. Klar. Mann! Ich mach mal, glaube ich, das Mikrofon ein bisschen leiser. Ein bisschen. Nicht zu leise. Angefressenes Kabel. Anscheinend essen die Dinger Kabel oder so, wie Ratten. Ist der Sekt irgendwie so unser Heilmittel oder sowas, wenn wir hier irgendwie Schaden erlangen oder so? Kiste tragen. Wacht auf, stellt Alarm ab, schaut auf Transweb. Im Computer verschiedene Aufgaben. Duscht, legt Uniform an, verlässt Apartment. Anscheinend ist das von uns. Wo ist denn diese komische? Warum denn immer, wenn wir hier lang gehen? Oh ja! Ich schwitze. Ohne Ende.